Weil der Koran einfach so penibel genau überliefert worden ist, schriftlich und mündlich, durch den sogenannten Tawatur. Tawatur bedeutet, dass in jeder Generation, jeder tradenten Generation, also Überlieferer, solche Unmengen an der Überlieferung des koranischen Textes beteiligt waren, von Generation zu Generation, mündlich und schriftlich, dass absichtliche oder unabsichtliche Fehler ausgeschlossen sind. Ich gebe dir ein Beispiel, nur mal damit du es verstehst. Nehmen wir mal an, der Prophet, das ist jetzt nur kein realistisches Beispiel, nur einfach, um das Prinzip zu verstehen. Der Prophet ist beispielsweise in der Hajj-Ansammlung, in der er war, Hajjatul Wada' nennt man das ja. Hajjatul Wada', das war die Abschiedspilgerung sozusagen, weil der Prophet kurze Zeit danach gestorben ist. In dieser Hajjah hat der Prophet gewisse Predigten gehalten, richtig? Es waren Dutzende von Menschen anwesend, die das gehört haben, aus verschiedenen Orten, verschiedenen Stämmen und so weiter. Diese Menschen haben dann gewisse Aussagen vom Propheten gehört und diese weitergegeben an die nächste Generation. Beispielsweise, nehmen wir mal an, es waren 100, nur 100. Diese 100, jeder von denen hat beispielsweise 5 oder 10 oder 20 Leuten diese Aussage, die er vom Propheten gehört hat, wieder weitergegeben. Und diese nächste Generation hatte dann auch wieder ihre Schüler, sie haben diesen Bericht weitergegeben, wieder an 20, 30, 40, 50. Und das ging so weiter, immer in dieser großen Anzahl. Jeder einzelne von ihnen. Und wenn man dann die einzelnen Ketten zusammenführt, jede einzelne Kette sieht man, und das Endprodukt ist immer gleich, das Endprodukt ist, meine ich damit die Aussage des Propheten, immer das Gleiche, dann ist doch rein logisch und faktisch gesehen ausgeschlossen, dass hier ein Fehler unterlaufen ist, oder? Oder dass hier absichtlich gelogen wurde. Das ist ausgeschlossen. Das nennt man Mutawatir. Nicht alle Überlieferungen sind dieser Art, Mutawatir, aber es gibt einige. Und der Koran gehört dazu.